Hallo. Morgen geht's los. Morgen geht's ins Krankenhaus. Wahnsinn, oder? Ja, das ging schnell rum die ganze Zeit jetzt. Ja. Letzte Woche musste ich noch zu einem Atemtest, weil ja meine Magenspiegelung nicht gelungen ist. Das hatte ich ja schon mal in dem letzten Video erwähnt, dass ich mich wohl so extrem gewehrt haben soll, unterbewusst. Während der Sedierung, ja, dass die Gewebsentnahme im Magen nicht vollzogen werden konnte und deswegen konnte man nicht feststellen, ob ich irgendwelchen Bakterienbefall habe. So. Und daraufhin hat man mir, ich muss meinen Kuli weglegen, sonst mache ich hier voll den Lärm damit. Ja, deswegen hat man mir dann einen Termin gegeben zum Atemtest, auch im Krankenhaus oben. Da musste ich nur Orangensaft trinken und in eine Tüte pusten. Das Ganze zweimal. Ja, und es kam raus, ich habe keine Bakterien. Wahnsinn. Ja. Also wieder ein Punkt ausgeschlossen. Ja, das war es ja dann auch erstmal alles an Untersuchungen. Und morgen geht es ins Krankenhaus und übermorgen werde ich operieren. Boah, das hört sich so kurz an. Und so eine OP dauert 2 Stunden oder so und dann ist alles vorbei. Wahnsinn. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also der eine sagt, ich hatte Schmerzen, der andere sagt, ich hatte keine. Ich habe im Krankenhaus ja noch da war ein Mann, den hatte ich schon davor bei der Magenspiegelung mal gesehen. Der war einen Tag vor der OP. Der hatte so eine Angst vor der OP. Also ich habe es eben voll angesehen, gell? Und den habe ich wieder getroffen, der war operiert und ich stand unten im Empfangsbereich. Ich muss mich nochmal zur Anmeldung anstellen, weil ich noch mich mit einer Ärztin da unterhalten sollte. Ja, ich stand da und da kam der vorbei und hat mich auch gleich freudig begrüßt. Er hatte ja alles hinter sich und so, eben noch sein T-Shirt und zeigt mir, ja, hier, schau, die Narben und so. Also, da war alles abgeklebt. Aber er ist schon rauchen gegangen. Es war, glaube ich, so. 4 Tage nach seiner OP. Okay, ich dachte mir, wenn der rauchen gehen kann, dann kann es ja nicht so schlimm sein, oder? Ja. Was gab's noch? Ach so, ja. Dann letzte Woche, also dann den nächsten Tag, ich war wieder auf Arbeit und stand so an meinem Platz und ich habe ja eine stehende Tätigkeit, leider. Ja. Und mache da so meine Arbeit. Da sehe ich meinen Chef auf mich zukommen, so total bösen Blick, so. Mein Kollege hat mir später noch erzählt, dass er vorher bei ihm war und fragte so, wo ist die Katrin? So voll böse. Okay. Er kam dann zu mir und fragte mich, wann geht's los? Ich so, nächste Woche. Und er so, okay. Und geht. Kein viel Glück, kein nichts, oder? Also ich bin auf menschlicher Ebene wirklich enttäuscht, weil ich habe auch schon viel, wenn es hieß Nachtschicht oder was weiß ich nicht, Überstunden, irgendeinen Auftrag fertig machen. Ich war immer da und habe immer geholfen. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Er sieht wahrscheinlich nur seine Eurozeichen. Oh mein Gott, da fehlt jemand, der hier viel wegschafft. Keine Ahnung. Das, ja. Egal, man kann jederzeit was haben. Und ich habe mir anfangs schon Gedanken gemacht. Ich hatte schon schlechtes Gewissen. Meine Freundin immer, mach dir keinen Kopf wegen der Arbeit. Das ist egal und das ist dein Leben. Du musst schauen, dass du klarkommst. Auch gerade durch das viele steht, ich habe so hammer Fußschmerzen. Ich muss jeden Tag Schmerztabletten nehmen, damit ich diese Schmerzen aushalte. Das ist echt der Hammer. Durch die Steherei und so mein Gewicht drückt, also auch wie man sehen kann, vielleicht meine Hände und meine Füße und mein Gesicht ist nicht so dick, aber der Rest vom Körper ist halt dicker. Ja, und dadurch, dass die Füße nicht so dick sind, steht das ganze Gewicht da drauf und das ist, und ich merke richtig, wie es mit den Sehnen auseinanderzerrt. Ja, deswegen mache ich diese OP auch, um da eine Besserung reinzukriegen. Kann ja nicht sein, dass ich jeden Tag hier unter Schmerzen nur laufen kann und alles. Ja.
Ich muss gerade überlegen, was ich noch sagen wollte. Ja, naja, jedenfalls, mein Handchef hat mir viel Glück gewünscht, auch andere Kollegen haben mir viel Glück gewünscht. Das schlechte Gewissen ist trotzdem irgendwie da, man will keinen im Stich lassen oder so. Aber ich sag mal, wenn es jetzt so weitergeht, dann geht es ja nur, dann kann ich irgendwann gar nicht mehr arbeiten, bin vielleicht Frührentner oder was weiß ich nicht, weil ich keinen Schritt mehr laufen kann. Also in diese Richtung will ich ja nicht. Und ich habe auch überlegt, diese Krankheit, Adipositas, ist ja so nicht so richtig anerkannt. Also es wäre was anderes, wenn ich jetzt mir ein Bein gebrochen hätte und würde sagen, ja, Chef, ich habe mir das Bein gebrochen, ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Ich kann ja nicht anders, ich bin ja krank in dem Sinne, oder? Aber jetzt bin ich, in dem Sinne, sehen die das ja nicht als Krankheit an. Und ich gehe ins Krankenhaus, obwohl ich gesund bin. Und lass mich erstmal krank machen. Also in dem Sinne, also so stelle ich mir vor, dass das vielleicht vom Chef so gesehen werden könnte. Oh, oh mein Gott. Ich mache mir einfach viel zu viel im Kopf um solche Dinge. Ich bin generell sehr, ein sehr kopflastiger Mensch. Ja. Naja, egal. Ich ziehe das jetzt einfach durch, ohne Rücksicht auf Chefsverluste. Ja. Ja, nee, das muss ich auch machen und mir ist dann auch egal. Und wenn ich vielleicht, ich weiß nicht, aus irgendeinem blöden Gedanken heraus die Kündigung kriegen sollte von ihm, dann ist auch egal, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Irgendwo welche unterkommen, vielleicht mal was ganz anderes oder mal wirklich Frauenarbeit, weil diese Arbeit, die ich mache, ist eigentlich Männerarbeit. Ich arbeite wie ein Mann, das war ja bisher immer so meine Logik. Ich arbeite wirklich wie ein Mann, aber ich esse, ich sollte essen wie eine Frau. Aber ich esse auch wie ein Mann. Ja, so kommt's. Ja, mal, ich schichte, ich komme heim, habe so einen Bärenhunger. Ich muss dann was essen, auch wenn es die falsche Zeit des Abends noch sich voll ein warmes Essen reinzuhauen oder was weiß ich nicht. Ja, so kommt es dann. Oh, ich muss erst mal was trinken, ich habe voll den trockenen Mund. Also keine Schleichwerbung, warte, ich drehe die Flasche um. Okay. Ich werde mein geliebtes Mineralwasser vermissen. Also mal sehen. Also manche sagen ja auch, die vertragen gut danach, nach der OP, die Kohlensäure, mal sehen. Also ich hoffe mal, dass ich vielleicht so langsam mich später mal wieder rantasten kann. So. Eiweißpulver habe ich bestellt, ein paar Pröbchen schon. Dann kann ich mal versuchen, ob ich das gut vertragen werde nach der OP. Ja. Ach ja, ich wollte sagen, Facebook ist so toll, diese Gruppen da, wo ich jetzt herzlichst aufgenommen worden bin. Ich finde das wahnsinnig toll, dass es das gibt. Echt top. I like it. Ja. Puh, bisschen Angst habe ich schon. Was wird kommen? Werde ich wieder erwachen aus der Narkose? Hoffen wir mal, alles Beste. Also, ich habe ja die besten Voraussetzungen. Ich bin top gesund sonst, bis auf meine scheiß Fetteinlagerung. Ja. Ich habe auch ein super Immunsystem. Ich hoffe, dass es das noch ein bisschen bleibt, auch nach der OP. Da mache ich mir auch ein bisschen Gedanken drum, weil ich habe wirklich bisher ein super Immunsystem. Wenn ich mich schneide oder was weiß ich nicht, das heilt extrem schnell zu. Auch so, wenn andere krank sind oder so, ich werde selten, sehr selten krank. Ich hoffe mal, dass es nach der OP so bleiben wird. Also, ich meine jetzt auf längerfristige Hinsicht. Also, das ist vielleicht, also ich denke vielleicht, naja, schwächt man seinen Körper so, wenn man den Magen da so umbaut. Das, also weil viele sagen, sie frieren und was weiß ich nicht und so, dass man vielleicht schneller anfällig ist für Bakterien oder was. Ich hoffe es mal nicht. Ich bin eigentlich bisher immer stolz drauf gewesen, dass ich nicht so schnell krank werde. Ich hatte auch als Kind keine Kinderkrankheit, nichts. Also das Einzige, was ich mal hatte, war irgendwie Angina oder irgendwas. Aber
diese hier Röte in Scharlach, bla, hast du nicht gesehen? Hatte ich alles nicht. Deswegen, ich hoffe mal, dass ich einfach nur gesund bleibe. Ja, das war es eigentlich schon. Ich halte mich dann immer sehr kurz bei den Videos, die anderen haben so ellenlange Videos. Egal. Die Würze liegt in der Kürze, oder wie sagt man? Ja, also ich wünsche euch eine schöne nächste Woche. Ich werde mich wahrscheinlich erst wieder nach der OP melden und dann meine Erlebnisse mitteilen. Dann sage ich mal ciao, ciao und ach so, an die Sandra. Ein ganz, 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 ganz lieben Gruß. Die ist einen Tag nach mir dran. Deswegen wollte ich das noch extra sagen. Viel, viel Glück, viel, viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Ja, das wird schon. Okay, ciao, ciao. Ich wünsche euch was.